Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich bei verschiedenen Individuen und Institutionen, die Universität Göttingen, der Universitätsbund und die Akademie der Wissenschaften haben sich zusammengetan, um diese Veranstaltung möglich zu machen. Und dafür sind Sie sicher genauso dankbar, wie ich es bin. Insbesondere bin ich Herrn Professor Mönninghoff für diese sehr freundliche Einführung dankbar. Ich bedanke mich natürlich auch bei Herrn Professor Ulrich Joost, der die inhaltliche Gestaltung dieser Veranstaltung übernommen hat. Und ich hoffe, dass Sie einverstanden sein werden am Ende der Veranstaltung, dass ihm das gelungen ist. Diese Einladung nach Göttingen habe ich sehr gern angenommen, weil sie mir die Möglichkeit gibt, Ihnen ein paar Beobachtungen mitzuteilen, die Georg Christoph Lichtenberg als einen Autor von Fabeln zeigen. Und dafür ist er nun eigentlich nicht so besonders bekannt. Er ist für verschiedene Sachen bekannt, aber nicht als Fabelautor. Und deshalb bilden diese kleinen Fabeln vielleicht ein interessantes Thema, das eine neue Dimension möglicherweise eröffnet und uns erlauben wird, verschiedene Einblicke in verschiedene Literatur, geschichtliche, wissenschaftliche und historische Aspekte vorzunehmen. Nach den Einführungen fangen wir ganz fantasievoll an. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, versetzen Sie sich jetzt gedanklich in das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts. Als eine literarisch interessierte Person, die Sie ja sind, im Göttingen der 1780er Jahre, sind Sie natürlich ein Abonnent einer Zeitschrift der Poetischen Blumenlese auf das Jahr 1785, auch bekannt als der Göttinger Musenalmanach. Diese periodisch erscheinende Zeitschrift erscheint jährlich und versammelt auf etwa 200 Seiten verschiedene, zumeist gereimte Beiträge von einer Vielzahl von Autoren. Die Beiträge können von 4 Zeilen bis zu etwa 20 Seiten reichen in diesem speziellen Jahrgang. Und Sie warten natürlich jedes Jahr auf die neue Ausgabe dieses kleinen Almanachs, der schon einige Jahre in Umlauf ist. Und Georg Christoph Lichtenberg hat selbst auch als Herausgeber zum Teil gearbeitet. Also, wie Sie sehen, ist es in Göttingen verlegt bei Herrn Dieterich, einem guten Freund Georg Christoph Lichtenbergs, und das Frontispiz zeigt uns den Musenalmanach, den Göttinger Musenalmanach. Die Ausgabe von 1785, die Sie eben mit Freude entgegengenommen haben bei der letzten postalischen Zustellung, enthält 3 prosaische Fabeln. Hier sehen Sie diese Beiträge unter dem Titel 3 prosaische Fabeln. Die wichtigen Texte werde ich nachher etwas einfacher lesbar hoffentlich projizieren. Sie müssen das jetzt nicht lesen können. Worauf es ankommt, ist, dass Sie vielleicht erkennen können, dass es sich um 3 prosaische Fabeln handelt, als Überschrift dieser kleinen Sammlung von 3 Fabeln. Die erste Fabel ist betitelt Der Schuh und der Pantoffel. Die zweite Fabel lautet Das Nachtlichtchen und die Sonne. Und die dritte Fabel lautet Die beiden Magnetnadeln. Der letzte Teil Auf manche Fürstenreise gehört nicht mehr dazu, das ist ein Beitrag von einem anderen Autor. Zur Orientierung, damit Sie eine Idee bekommen, was der Inhalt dieser Fabeln ist, werde ich Ihnen kurz die zweite Fabel präsentieren und vorlesen.
damit wir eine Vorstellung haben, worum es eigentlich geht. Die Sonnenfabel, nenne ich sie der Kürze halber, ich werde verschiedentlich wieder darauf verweisen. Das Nachtlichtchen und die Sonne. Ich weiß gar nicht, sagte das Nachtlichtchen zur Sonne, warum du dich allemal verkriechst, wenn ich zu brennen anfange. Du fürchtest dich doch wohl nicht vor mir? Nein, war die Antwort, aber wenn ich bliebe, wo bliebe dann das Nachtlichtchen? Ich schweige, nicht weil ich mich vor dir fürchte, boshafter Pasquillant, sondern wenn ich von dir zu reden anfinge, wo bliebe dein Glück und deine Ehre? Also der Pasquillant ist der Verfasser einer Schmähschrift und wie Sie sehen, spielt hier Lichtenberg mit der Idee, dass es große und kleine Geister gibt. Manche leuchten stärker und manche leuchten weniger stark und manchmal sollte der Pasquillant froh sein, wenn er keine Antwort bekommt auf seine Schmähschrift, weil ihn das in ein ziemlich schlechtes Licht drücken würde, nämlich es würde sehr deutlich werden, worum es eigentlich geht und was für einen Kleingeist wir da haben. Gut, das ist vielleicht nicht unbedingt, was wir von einer Fabel erwarten, aber vielleicht ist es gut, bevor wir uns auf eine genauere Lesung dieses Textes einlassen, noch einmal in Erinnerung zu rufen, was eigentlich die Charakteristika von Fabeln sind nach selbstverständlichem Handbuchwissen. Und dann werden wir die beiden anderen Fabeln uns anschauen. Und bevor wir das allerdings tun, möchte ich kurz relevanten Hintergrund über Georg Christoph Lichtenberg in Erinnerung rufen, der vermutlich ist nicht jeder ein Lichtenberg-Spezialist, soweit sind wir noch nicht fortgeschritten im Semester, das ist erst am Ende so, deshalb gibt es vielleicht auch Neulinge, die noch die anderen Vorlesungen nicht mitbekommen haben. Also ein ganz kurzes Resümee, wer eigentlich Georg Christoph Lichtenberg war, damit wir eine gemeinsame Vorstellung haben, von der wir ausgehen können. Lichtenberg studiert seit 1763 an der neuen Göttinger Universität Mathematik und Physik. Er kommt aus der Gegend von Darmstadt und mit Hilfe eines Stipendiums hat er sich in Göttingen einschreiben können. Er wird bereits 12 Jahre später, 1775, zum ordentlichen Professor der Philosophie befördert. Und das geschieht direkt durch George III., den englischen König, der damals eine wichtige Rolle hier spielte in der Lokalgeschichte, weil nämlich im Wesentlichen die Göttinger Universität ihm direkt unterstellt war über hannoversche Zwischenverbindungen und so weiter. Und diese Beförderung durch diesen fein angezogenen Herrn, George III., die fand statt angesichts einer Begegnung von Lichtenberg mit George III. Während seiner zweiten Englandreise. Lichtenberg ist sehr gern nach England gegangen für anderthalb Jahre insgesamt etwa und es gelang ihm dort beim britischen oder englischen König Einlass zu finden und er hat sich offensichtlich sehr gut mit ihm verstanden und die Erfahrung, die Georg Christoph Lichtenberg dabei machte, war sehr prägend. Sie müssen sich vorstellen, wir befinden uns immer noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Göttingen hat etwa, wie Sie ja wissen, 8000 Einwohner. London hat um die Zeit etwa 800.000 Einwohner. Und das ist ein lokales Ungewitter. London hat etwa 800.000 Einwohner um diese Zeit und das ist natürlich ein ungeheurer Eindruck, wenn man aus einer kleinen, wenn auch Universitätsstadt, aber einer recht provinziellen Stadt in das Zentrum des damaligen wirtschaftlichen und kulturellen Lebens kommt. Den Zeitgenossen
war Georg Christoph Lichtenberg damals aus verschiedenen Gründen bereits bekannt. Er hat sich einen Namen gemacht in den Wissenschaften durch astronomische Vermessungen und er hat die angefertigt auf einen Auftrag hin. Und hat das erfolgreich gemacht. Die topografischen Bestimmungen oder Daten, die sich aus seinen Vermessungen ergeben haben, waren sehr wichtig für die Präzisierung von Landkarten und dergleichen. Und das hat offensichtlich den George III. Beeindruckt. Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft war er auch bekannt durch die Entdeckung der sogenannten Lichtenberg-Figuren, so nennen wir sie heute, und mit denen hat er experimentell statische Elektrizität veranschaulicht. Und das ist vorher in dieser Form niemandem vorher gelungen. Außerdem ist er dem allgemeineren gebildeten Publikum, also Ihnen, als Verfasser allgemeinverständlicher Arbeiten bekannt und in denen stellt er meist naturwissenschaftliche Themen dar, die gerade erfundenen Montgolfieren werden beschrieben, der Nutzen Seebäder zu nehmen, durchzuführen wird beschrieben. Und dann ist er natürlich auch ganz bekannt geworden, während seiner Laufbahn als Professor, der physikalische Vorlesungen hält in Göttingen, weil er nämlich im Gegensatz zu sehr vielen seiner Kollegen vorher Experimente in den Vorlesungen gezeigt hat. Und das ist etwas Ungewöhnliches gewesen zur damaligen Zeit und interessanterweise wird genau diese Form von Vorlesungen weiterhin heutzutage verwendet. Also wenn Sie sich aus dem 18. Jahrhundert wieder zurückversetzen ins 21. Jahrhundert und sich entscheiden, Physik zu studieren, dann werden Sie im Wesentlichen Vorlesungen hören, die von der Struktur her denen ähneln, mit denen Georg Christoph Lichtenberg bekannt geworden ist. Er hatte geradezu außerordentlichen Erfolg. Viele Größen der damaligen Zeit, Goethe oder Humboldt beispielsweise, haben sich in seinen Vorlesungen eingefunden und das ist sicherlich ein gutes Zeichen gewesen. Das ist der Lichtenberg, den die Zeitgenossen kannten. Posthum gibt es einen weiteren Lichtenberg, den wir den Zeitgenossen Lichtenbergs voraus haben. Es handelt sich um ein literarisches Werk. Lichtenberg hat über viele Jahre hinweg Notizhefte geführt, die sogenannten Sudelbücher, und die sind zu einem großen Teil bekannt inzwischen und herausgegeben. Ein Teil ist verloren gegangen. Es handelt sich um ein Konvolut privater Aufzeichnungen, die sehr, sehr modern erscheinen und heute noch lesbar sind und sehr viel Vergnügen bereiten, was eben bedeutet, dass er durchaus seiner Zeit in der Hinsicht voraus war. Lichtenberg war allgemein anerkannt als ein sehr kluger Kopf und eine Art Instanz, wenn Sie so wollen, was naturwissenschaftliche Fragen anbetrifft und auch sonst war er durchaus angesehen. Gut, jetzt kommen wir schnell zurück zur Fabel Nummer 2. Und ich möchte Ihnen ganz schnell anhand dieser Fabel in Erinnerung rufen, wodurch sich Fabeln auszeichnen. Und zwar haben wir, wie Sie sich vermutlich in Erinnerung rufen können, wenn Sie an Ihre Schulzeit zurückdenken oder auch später, Fabeln zeichnen sich formal durch bestimmte Züge aus und inhaltlich. Ich möchte diese zwei Teile trennen voneinander. Die formalen Aspekte, von einem formalen Gesichtspunkt her gesehen, handelt es sich bei einer Fabel um eine kurze Erzählung. Das wäre in diesem Fall der Sonnenfabel der erste Teil. Es ist eine kurze Erzählung, da stimmen wir, glaube ich, zu. Die Erzählung kann gereimt oder in Prosa auftreten. Hier haben wir den Fall einer Prosa-Erzählung. Die
Erzählung enthält meistens nur eine Episode, also es sind keine komplizierten Handlungsstränge, sondern es wird eine kompakt formulierte Geschichte erzählt, auch das ist hier der Fall. Und dann zerfällt die Fabel in der Regel in zwei Teile, eine sogenannte Narratio, das ist der erzählerische Teil, in diesem Fall der erstere, und dann kann eine sogenannte Ad Fabulatio voran oder hintangestellt werden, und dieser Teil ist der Lehrsatz, die Lehre, die Moral, die didaktische Konsequenz, wenn Sie so wollen, die diese Fabel illustrieren möchte. Und da sieht es formal auch ganz gut aus. Wir haben diese Zweiteilung in Narratio und Ad Fabulatio. Also von daher könnte man sagen, ja, wenn wir das so durchblättern, dann ist das ja eine schöne Fabel, wunderbar. Aber eine Fabel soll auch noch gewisse inhaltliche Aspekte erfüllen. Und mal schauen, wie auf der Seite die Sonnenfabel davonkommt. Es handelt sich sehr oft bei Fabeln, wie Sie natürlich wissen, um nichtmenschliche Akteure. Die bekanntesten Fabeln sind die äsopischen Tierfabeln, die auf einen historisch nicht belegten Sklaven zurückgehen, der 600 vor Christus lebte und diese Form der Geschichten erfunden haben soll. Die Gegenstände oder die Tiere oder die Pflanzen, die in den Fabeln vorkommen, können sprechen. Das sorgt für eine gewisse ironische Spannung, weil wir das eigentlich nicht gewohnt sind in unserem alltäglichen Umgang. Und dieser Effekt einer gewissen Verfremdung erzeugt in der Regel Vergnügen, Fabula delectat. Also die Fabel vergnügt uns, wenn wir ihr zuhören. Und das können wir, glaube ich, hier akzeptieren, wenn sich die Sonne mit einem Nachtlichtchen unterhält, da haben wir diesen eigenartigen Effekt, das kann ja eigentlich so nicht sein, aber es ist irgendwie gut erfunden. Und der zweite Teil, die Ad Fabulatio der Fabel, ist der bereits erwähnte moralische Satz, die Lebensregel, die oft mit einem Sprichwort verwandt ist. Und Sie kennen beispielsweise die Fabel vom Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen. Das ist ein sehr bekanntes Beispiel. Die Lehre hat sich praktisch in ein Sprichwort verwendet, hat sich verselbstständigt. Die Fabel können wir unter Umständen auch wieder uns in Erinnerung rufen, aber wir haben etwas gelernt aus der Fabel. Wir kennen eine Situation, in der wir die Fabel erzählen. Gut, nach dieser kurzen Erinnerung an das, was Fabeln auszeichnet, möchte ich jetzt Fragen aufwerfen, die wir an diese Fabeltexte herantragen wollen. Und zwar aus dem folgenden Grunde: die Moral, die wir bei dieser Fabel vor uns haben, dass der Pasquilant lieber schweigen solle, die erscheint uns eigentlich nicht besonders relevant. Das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das ist keine allgemeine Regel, wie wenn man vom Fuchs erzählt, dem die Trauben zu hoch hängen. Und in gewisser Weise ist die Fabel eigentlich ein bisschen als Fabel nicht gelungen, kommt mir vor. Und die Frage ist, ob wir da irgendetwas übersehen haben, ob vielleicht andere Dinge passieren in diesen Fabeln, die wir vielleicht mit etwas mehr Hintergrundwissen entdecken könnten. Also, die Beobachtung Nummer eins ist, die Sonnenfabel ist inhaltlich nicht gelungen, vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber formal ist sie in Ordnung. Das lässt auf die zwei Fragen daran möchte ich zwei Fragen anschließen, nämlich erstens, wodurch sich Lichtenbergs drei prosaische Fabeln im Allgemeinen auszeichnen. Dazu müssen wir die zwei anderen uns anschauen. Und die entscheidende Frage ist dann, wie sich diese Eigentümlichkeiten der Fabeln erklären lassen. Was passiert hier in diesen Fabeln
wirklich? Gut, dazu analysieren wir die Fabeln 1 und 3, machen unsere Hausaufgaben und dann werde ich Ihnen etwas Hintergrund über geistesgeschichtliche Vorgänge im 18. Jahrhundert erläutern, die möglicherweise uns helfen werden zu verstehen, warum die Fabeln Lichtenbergs die Form haben, die sie hier tatsächlich uns anzeigen. Die erste Fabel, Nummer 1, der Schuh und der Pantoffel, werde ich auch kurz vorlesen, den ersten Teil und den zweiten Teil. Dann haben wir sie alle präsent. Wenn Sie Glück haben, können Sie vielleicht mitlesen links. Wenn nicht, hören Sie mir einfach zu. Der Schuh und der Pantoffel. Warum schaffst du dir nicht auch eine Schnalle an, wie ich, sagte der Schuh zu dem Pantoffel, der neben ihm stund. Es ist doch eine schöne Sache. Eine Schnalle, versetzte der Pantoffel. Wozu sollte die mir nützen? Wozu sie dir nützen könnte? Die Schnalle, fuhr der Schuh hitzig auf, und du weißt das nicht? Lieber Himmel, ohne Schnalle bleibst du ja gleich in dem ersten Morast stecken. Ja, mein lieber Freund, erwiderte der Pantoffel, wo Morast ist, da gehe ich gar nicht hin. Das ist die Erzählung, die schon in sich ganz vergnüglich ist. Bevor wir zur Lehre aus dieser Fabel kommen, möchte ich Ihnen kurz eine Schuhschnalle zeigen. Mir war nicht so klar, was Schuhschnallen sind. Im Wesentlichen sind es Gürtelschnallen, die man verwendet im 18. Jahrhundert, um die Schuhe wie mit zwei Litzen am Fuß zu befestigen. Also stellen Sie sich eine Gürtelschnalle vor und zwei Litzen, die vom Schuh herkommen. Damit ist der Schuh statt mit einem Knoten und einem Schuhbändel gebunden, auch am Fuß befestigt. Diese Schuhschnallen sind sehr populär. Hier sehen Sie George III., unseren alten Bekannten. Er hat unten links, ich habe das herausvergrößert, vielleicht können Sie es sehen, eine Schuhschnalle. Jedermann trug damals Schuhschnallen. In Birmingham beispielsweise wurden die pro Jahr in 2,5 Millionen Stück hergestellt und in alle Herrenländer verschickt. Es ist eine lang anhaltende Mode, die über 100 Jahre hinweg sich gehalten hat und dann am Ende des 18. Jahrhunderts langsam verschwindet mit der Französischen Revolution. Das ist eines der ersten Male, dass in der europäischen Kleidungsgeschichte der Knöchel sichtbar wird und ein eleganter Knöchel ein wichtiger Teil des modischen Daseins darstellt. Und dann muss man natürlich ein Accessoire haben, um diesen Aspekt des Körpers zu betonen. Das macht die Schuhschnalle. Gut, so viel zur Erzählung. Jetzt kommen wir zur Lehre aus dieser Fabel. Person A, Sie haben sich doch wohl Gimpels Kommentar schon angeschafft. Person B, Gimpels Kommentar, wozu den? Person A, wozu Gimpels Kommentar? Ei, mein Himmel, ohne den verstehen Sie ja keine Zeile in Truthahns Werken. Person B antwortet, ja, mein lieber Freund, Truthahns Werke lese ich nicht. Also hier gibt es anscheinend einen fiktiven Autor, der Truthahn heißt, und einen Kommentator namens Gimpel. Das sind recht sympathische Beschreibungen dieser Personen. Die Konnotation von Truthahn im 18. Jahrhundert ist die eines prahlerischen, eingebildeten, hochmütigen Menschen. Das passt also noch so ungefähr mit unseren Vorstellungen vom aufgeplusterten Truthahn zusammen. Und der Gimpel ist eine beschränkte, einfältige, leichtgläubige Person. Also da gibt es jetzt eine eigenartige Moral, in der es um einen Schriftsteller geht und einen Kommentator, und die haben irgendwie ein komisches Verhältnis, und Lichtenberg findet das anscheinend ganz komisch, weil er die Analogie zu dem Morast von Truthahns Werken herstellt. Na gut, das ist auch keine wirklich erfolgreiche Fabel in dem Sinne, dass wir daraus etwas lernen könnten und mit nach Hause nehmen könnten, wenn Sie mich fragen. Ich weiß nicht,
wie es Ihnen da geht. Formal sind wir wieder zufrieden, wir haben die Zweiteilung und eine einepisodische Erzählung und so weiter. Und von der Seite her sieht das alles ganz gut aus. Die enttäuschende Moral wirkt etwas weniger enttäuschend, wenn wir einen Sudelbucheintrag lesen. Sie erinnern sich, die Sudelbücher sind diese privaten Notizhefte Lichtenbergs. Und dort gibt es eine etwas andere Version, die etwa zwei Jahre vor der Veröffentlichung dieser Fabel notiert wird, aber den Zeitgenossen nicht bekannt war. Der Schluss, die Ad Fabulatio, liest sich folgendermaßen in diesem Fall, in dem Sudelbucheintrag: Sie müssen sich notwendig Kramers er und über ihn anschaffen, es ist ein unentbehrliches Buch. B, warum unentbehrlich? Ei, mein Gott, Sie verstehen ohne dasselbe nicht eine Zeile in Klopstocks Oden. B, ja, mein Freund, ich lese Klopstocks Oden nicht. Jetzt wird es, glaube ich, etwas deutlicher, was Lichtenberg hier verklausuliert in seiner Fabel uns mitteilt, dass er nämlich Klopstock nicht ausstehen kann. Und diese Mode Klopstock, die es im 18. Jahrhundert gab, dass er die nicht nachvollziehen kann und damit gar nicht so glücklich ist. Wenn wir etwa ein anderes Zitat nehmen, dann entdecken wir Folgendes. Lichtenberg sagt über Klopstock, ein Werk, den berühmten Messias Klopstocks: Klopstocks Messias kann nur, dünkt mich, alsdann schwer erscheinen, wenn man das darin finden will, was das Geschrei der Zeitungsschreiber und der Barden hineingelegt hat. Mir kommt es vor, als wenn das Gedicht nicht zu schwer, sondern zu leicht oder deutlicher, nicht zu tief, sondern zu seicht wäre. Also das ist auch nicht veröffentlicht worden, das hat man später in seinen Aufzeichnungen gefunden. Die Klopstock-Rage kann Lichtenberg nicht nachvollziehen und in verklausulierter Form in dieser Fabel vergleicht er Klopstocks Werke mit einem Morast, in den er sich auf keinen Fall begeben möchte. Kramers Er und über ihn ist ein Buch, das ist die unverschlüsselte Version aus dem Sudelbuch. Das ist ein glühender Klopstock-Verehrer, der eine mehrbändige Biografie geschrieben hat über Klopstock. Und darüber macht sich Lichtenberg offensichtlich lustig. Wir haben hier keine allgemein gültige Moral, sondern eher ein polemisches Urteil über zeitgenössische Literatur. Wir sehen, dass Lichtenberg, ohne sich wirklich zu bekennen, Klopstock und seinen Biografen verunglimpft, wenn Sie so wollen. Das ist eine typische Handlungsweise Lichtenbergs. Lichtenberg vermeidet gerne Konflikte in der Öffentlichkeit. Er hat das nicht so gern, wenn man sich da gegenseitig die Leviten liest. Deshalb taucht es in dieser verklausulierten Form hier auf und macht uns heute viel Spaß. Ob die Leser damals, also Sie, im Ende des 18. Jahrhunderts das haben herauslesen können, ohne diese Sudelbuchnotiz, ist nicht klar. Ich weiß nicht, ob Truthahn vielleicht ein Synonym der Klopstock-Feinde war für ihn. Das ist mir nicht bekannt. Gut, die dritte Fabel ist die Magnetfabel und damit kommen wir zu einem Thema, das sich mehr in die naturwissenschaftliche Richtung bewegt. Die Magnetfabel ist etwas länger, aber ich werde nicht viel darüber sagen, aber ich werde sie Ihnen trotzdem vorlesen, weil sie wirklich ganz vergnüglich ist, obwohl sie über 200 Jahre alt ist, wie ja so vieles bei Lichtenberg. Die beiden Magnetnadeln. Zwei Magnetnadeln waren frei nebeneinander aufgehängt, nahe genug, sich wechselsweise zu ziehen und mit ihren Spitzen zusammenzukommen. Dieses bemerkte ein Knabe und wollte die Spitzen trennen. Sie zogen sich aber immer wieder an und schienen sich besonders zu lieben.
Also die Physik dahinter besteht darin, das kennen Sie natürlich auch, dass sich Nord- und Südpol von zwei verschiedenen Magneten anziehen und gleichnamige Pole sich abstoßen. Das erläutert jetzt Lichtenberg in dem ersten Teil der Fabel. Was ist die Ursache, fragte er den Informator, dass diese Spitzen nicht voneinander wollen? Dieser erklärte ihm kurz hierauf die ersten Eigenschaften der Magneten und schloss damit, dass diese Spitzen, die sich hier so zu küssen schienen, die ungleichnamigen Pole dieser Magneten wären. Das ist aber doch schade, erwidert der Knabe, dass Dinge, die so sehr zusammenzugehören scheinen, so entgegengesetzte Namen führen, Nord- und Südpol. Machen Sie sie doch gleichnamig, das klingt ja freundschaftlicher. Man kann Magnetnadeln ummagnetisieren, indem man einen starken Magneten nimmt und dann entlang dieser Magnetnadel streicht, dann tauschen Nord- und Südpol ihre Plätze. Das wird jetzt beschrieben. Mit einem einzigen Strich machte der Informator eben diese beiden Spitzen gleichnamig und nun wendeten sie sich den Rücken zu und stießen einander ab. Gut, das ist eine Beschreibung letzten Endes eines physikalischen Experimentes, nicht ein ganz gewöhnliches Thema für Fabeln. Wir haben aber jetzt noch die Adfabulatio und die liest sich folgendermaßen. Solange Herr von A und das Fräulein von B ungleichnamig waren, zogen sie sich wechselweise. Jetzt, da sie vor dem Altar gleichnamig geworden sind, stoßen sie sich ab. Hier haben wir eine etwas ungewöhnliche Form einer Fabel, weil die Grundlage der Erzählung ein Naturgesetz ist. Das hat es meines Wissens noch nicht in der Form vorher gegeben. Es treten Menschen auf in der Fabel, in der Erzählung, das ist auch eher ungewöhnlich. Und ja, wie Sie gemerkt haben, ist die Adfabulatio eigentlich eine Art Scherz, der auf einem Wortspiel beruht. Auch hier können wir nicht wieder eine allgemeine Lehre mit nach Hause nehmen, außer wir würden vermuten, dass Lichtenberg hier gegen bürgerliche Moralvorstellungen argumentiert oder irgendetwas in der Richtung. Aber das, da wollen wir gar nicht genauer drüber diskutieren. Es fällt jedenfalls ganz aus dem Rahmen der Fabel heraus. Leider gibt es kein Sudelbuch-Vorläufer. Wir würden jetzt natürlich gerne wissen, um welche königlichen Berühmtheiten es sich hier handelt, aber die Lage ist anders. Mir ist kein Sudelbuch-Eintrag bekannt, der hier uns helfen würde, aber interessanterweise hat Lichtenberg diesen Scherz, so nenne ich das jetzt einfach mal, in seinen Physikvorlesungen verwendet, wenn er über Magnetismus vorgetragen hat. Und das ist belegt durch sehr detaillierte Vorlesungsmitschriften und durch einen Brief eines Hörers an einen anderen bekannten deutschen Dichter, später Jean Paul. Beide bestätigen, dass praktisch genau diese Variante, also diese Grundsituation zur Erheiterung der physikalischen Vorlesung verwendet wurde. Und das kann man sich ja auch gut merken, wenn man das mal gehört hat mit den gleich- und ungleichnamigen Polen. Gut, damit haben wir jetzt unser Material zusammengetragen. Ich fasse das kurz zusammen, was wir beobachtet haben an diesen drei prosaischen Fabeln im Musenalmanach. Die formalen Züge in allen drei Fällen sind uns, glaube ich, geläufig. Es passt zur Fabel, was wir hier vorgetragen bekommen, die Zweiteilung in Narratio und Adfabulatio. Es werden strukturelle Analogien ausgearbeitet, die zur Erheiterung beitragen. Also dass der Teil Delectat, Fabula Delectat, ist auf jeden Fall in Reichweite und immer noch erfolgreich. Und bei den inhaltlichen Zügen dieser Fabeln bemerken wir plötzlich ganz andere Dimensionen, als sie in herkömmlichen Fabeln
auftreten. Die Fabeln dienen für Lichtenberg selbst zumindest dazu, verklausulierter Form polemisch sich über Literatur zu äußern. Er denkt sehr physikalisch, ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, in allen drei Fällen ist ein hinter den Erzählungen liegt sehr konkrete physikalische Erfahrung. Bei den Magnetnadeln ist das offensichtlich, weil es direkt in dieser Form beschrieben wird. Aber wenn Sie über das Nachtlicht und die Sonne nachdenken, das ist auch ein sehr deutliches physikalisches Phänomen, dass eine sehr starke Lampe, im Wesentlichen eine sehr schwache Lampe, zum Verschwinden bringt. Und zum Schluss in der ersten Fabel, in der Schuhfabel, geht es auch um Kräfte, die da in Schach gehalten werden. Der Schuh oder der Pantoffel könnte einfach im Morast stecken bleiben. Dadurch, dass ich ihn am Schuh befestige, führe ich eine Gegenkraft ein, mit der ich ihn dann aus dem Morast tatsächlich wieder rausziehen kann. Also es ist sehr physikalisch gedacht in allen drei Fällen. Naturphänomene sind die sogenannte Bildhälfte dieser Fabeln, und das ist doch ungewöhnlich. Außerdem gibt es auch sehr viele Beziehungen auf Schrift und Text und Literatur. Das habe ich kurz schon mit der Literaturpolemik erwähnt, aber es gibt noch andere Anzeichen in dieser Richtung, andere Hinweise, die ich Ihnen jetzt erläutern möchte. Also der nächste Schritt auf der Grundlage dieses Materials, das wir haben, wäre jetzt, dass wir versuchen, eine mögliche Erklärung für diese Form von Fabeln zu finden. Und dazu muss ich Ihnen etwas berichten, was vielleicht nicht so bekannt ist, aber außerordentlich interessant und noch für die Gegenwart relevant. Und zwar handelt es sich um das Phänomen der Verschriftlichung von Diskursen. Also die Schrift beginnt im 18. Jahrhundert explosivartig sich zu vermehren, einige Jahrhunderte nach der Erfindung des Buchdrucks. Es gibt einen Schub von Alphabetisierung, plötzlich können sehr viel mehr Menschen lesen und wollen auch lesen. Und bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts war Literatur zumeist gesprochene Literatur. Lieder wurden gesungen, Märchen wurden erzählt, aus der Bibel wurde vielleicht vorgelesen, aber viele Gleichnisse und dergleichen wurden auch mündlich überliefert. Es gab immer dieses direkte Verhältnis zwischen demjenigen, der erzählt, und der zuhört, so wie das in dieser Rede stattfindet. Und diese Veränderungen, dass plötzlich sehr viel mehr Schrift vorhanden ist, hat einen grundsätzlichen Wandel in geschriebener Literatur hervorgerufen, der sich im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt und hat Auswirkungen auf verschiedenste Literaturgattungen, wie etwa Fabeln und dergleichen. Und das wird hoffentlich der Schlüssel sein, mit dem wir uns diesen eigenartigen Fabeln etwas besser annähern können. Also eine kurze Erläuterung dieser Idee, dass plötzlich das Primat der Rede, also die Vorherrschaft der Rede in literarischen Zusammenhängen sich strukturell verändert im 18. Jahrhundert. Seit Aristoteles war Schrift eigentlich immer etwas Sekundäres. Schrift hat das gesprochene Wort abgebildet und war von daher etwas nicht so Relevantes wie Sprache oder Rede. Und Rede besteht aus natürlichen Zeichen, Schrift ist irgendwie erfunden und gekünstelt. Also diese Dominanz, diese Vorherrschaft der Rede, es hat eine sehr lange Tradition. Und interessanterweise explodiert plötzlich im 18. Jahrhundert die Zahl der gedruckten Produkte. Gibt Wochenschriften, Almanache, Taschenkalender, Periodika aller Art. Die haben sie alle abonniert im 18. Jahrhundert in Göttingen.
Und das sind die ersten Vorläufer, wenn man so will, von Zeitschriften. Und diese Veränderungen, also diese plötzliche Lesesucht, die da einsetzt, hat eine interessante Konsequenz, die ich gleich im Detail noch erörtern möchte. Der Unterschied in der Art und Weise, wie die Menschen damals vorher und nachher gelesen haben, wird manchmal als intensiv und extensiv bezeichnet. Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts wurden Texte intensiv gelesen, das heißt, es wurde immer wieder der gleiche Text gelesen. Die Bibel wurde mehrfach gelesen in Stücken oder im Ganzen. Die Lieder wurden immer wieder gesungen, es waren immer wieder die gleichen Lieder. Es war eine Art intensive Beschäftigung mit immer dem gleichen Stück Literatur. Und im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt sich eine sogenannte extensive Lektüre. Zeitungen, Bücher, Unterhaltungsliteratur. Man ist jetzt darauf aus, nicht mehr dasselbe Stück Literatur immer wieder zu lesen, sondern man will immer wieder etwas anderes lesen, man will etwas Neues lesen, man will unterhalten sein. Und diese Lesesucht oder die Gier nach Neuigkeiten, die sich darin ausdrückt, ist eine Ursache für diese Vielzahl der Wochenschriften und Almanache und so weiter. Und der interessante Punkt, den man jetzt hier hinzufügen muss, besteht darin, dass diese vielen Texte, die plötzlich an jeder Ecke, an jedem an allen Ecken und Enden auftauchen, die fangen sozusagen an, ein Eigenleben zu gewinnen. Texte beziehen sich sehr oft aufeinander. Die Texte reden sozusagen untereinander. Das können sie, weil der Autor nicht mehr da ist. Wenn sie die gedruckte Version, die es vielleicht geben wird, von dieser Ringvorlesung sich anschauen, wird es die gedruckte Version wird in sehr großer Anzahl publiziert und dann von Leuten gelesen in Abwesenheit des Autors. Und dadurch muss der Text als solcher ganz anders argumentieren und funktionieren als die gesprochene Rede, als dieser Vortrag. In dem Text werden Sie Fußnoten finden, da werden Sie präzisere Argumente finden, die belegt werden und so weiter. Der Text beginnt eben eine Art Eigenleben entwickeln. Heutzutage nennt man das Intertextualität zum Beispiel. Texte beziehen sich auf andere Texte, nicht notwendigerweise auf Personen. Und die Vergegenständlichung, die sich in diesen Texten manifestiert, hat eben ganz interessante Konsequenzen, weil die Texte anfangen, miteinander zu korrigieren, sie wollen Aufmerksamkeit erreichen, sie wollen unterhalten. Dafür sind Neuigkeiten notwendig, man muss Langeweile vermeiden. Und Sie sehen vielleicht langsam, wie diese Fabeln möglicherweise in diese Richtung hineingehören. Die Fabel selbst hatte um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Hochblüte und wurde sehr gern in großer Zahl hergestellt und gelesen. Neue Situationen wurden erfunden, aber es blieb für lange Zeit sehr eng am klassischen Schema. Und es stellt sich raus, dass irgendwann das Prinzip der Fabel nicht mehr so gut funktioniert. Die Gattung als Redefabel, Fabeln wurden ursprünglich mündlich erzählt, sind nicht so gut geeignet, um interessante schriftliche Texte zu produzieren aus irgendeinem Grund. Und gegen Ende des 18. Jahrhunderts verschwanden dann die Fabeln aus dem allgemeinen Bewusstsein sehr schnell. Lassen Sie uns kurz die Nagelprobe machen, ob die Fabeln Lichtenbergs zu dieser Beschreibung passen. Sie wollen zweifellos unterhalten. Das, glaube ich, haben wir deutlich gemerkt. Es sind unerhörte Situationen, die in den Fabeln beschrieben werden. Das sind thematisch ganz andere Fabeln, als man sie vorher gelesen hat. Es treten Menschen auf, Naturgesetze, neue Bilder. Es ist eine neue Art, Fabeln zu schreiben. Und
Selbst die Aufgaben sind verschieden. Das ist nicht mehr der moralische Satz, den man dann schön eingepackt nach Hause trägt, sondern es geht um Literaturpolemik, es geht um Scherz und Satire und dergleichen. Also es ist ein ganz anderes Diskussionsniveau, das sich hier entwickelt. Die Thematik ist sehr oft Schrift selbst, also diese Verschriftlichung führt dazu, dass die Texte selber anfangen, über Texte nachzudenken. Beispielsweise tauchen allein in Lichtenbergs drei prosaischen Fabeln die Worte prosaisch, Kommentar, Truthahns Werke, Pasquill auf. Das sind vier Referenzen auf literarische Formen oder Ähnliches. Und um diesen Punkt noch zu bestätigen, habe ich Ihnen dieses Bild noch mal vom Anfang der prosaischen Fabeln hier projiziert. Wenn wir den Anfang noch lesen, das haben wir noch gar nicht gemacht, drei prosaische Fabeln, da ist noch ein Motto drunter gesetzt, das heißt, wer Anwendungen macht, mag sie auch verantworten. Und dann siehe, Fabeln des Don Thomas die De Iri Arte. Das ist ein spanischer Fabelautor, der ein Jahr vorher ins Deutsche übersetzt wurde. Und was Sie hier sehen, ist jetzt Lichtenberg, der ein Zitat, also dieser Satz, wer Anwendungen macht, mag sie auch verantworten, ist ein wörtliches Zitat aus dieser anderen Fabelsammlung des spanischen Autors. Und er gibt einen Quellenhinweis. Er sagt, siehe dort. Und das ist etwas, was mit der klassischen Fabel überhaupt nichts zu tun hat. Die Fabel zitiert nicht andere Texte in ihrem ursprünglichen Sinne. Es ist eine Redegattung, keine Textgattung, die sich auf andere Texte bezieht. Und in der Hinsicht sind wir vielleicht nicht ganz auf dem falschen Dampfer. Es passieren noch verschiedene andere aufklärerische Dinge hier, wenn Sie so wollen. Wer Anwendung macht, mag sie auch verantworten. Das wirft den Leser einer Fabel auf sich selbst zurück, was eigentlich die Fabel sonst nie macht. Dem Autor wird jetzt die Aufgabe abgenommen, über moralische Sätze zu verfügen. Die Leser müssen selbst damit zu Rande kommen, was sie aus diesen Fabeln sich herausholen. Das wird nicht vorgegeben durch den Autor Georg Christoph Lichtenberg. Gut, das ist vielleicht eine Art Erklärung dessen, was in diesen Fabeln geschieht. Nur noch ein Punkt, das wollte ich Ihnen vorher schon sagen, das habe ich vergessen. Wenn Sie den Almanach durchblättern von 1785, in dem diese Fabeln erschienen worden sind, dann sehen Sie genau dieses Phänomen auch. Die anderen Fabeln und Beiträge sind zwar zumeist gereimt, aber es geht um die List des Autors, es geht um Fressefreiheit, es geht um Grabschriften, Chroniken, Pasquille, Bücher lesen, Briefe, Himmelsbücher. Also es ist eine ständige Referenz auf Schrift und unter Umständen auch andere Texte in diesen Almanachen vorzufinden. Und Lichtenberg fügt sich da ein. Gut, ich könnte Ihnen jetzt noch, wenn wir noch mehr Zeit hätten, aber die haben wir nicht, versuchen zu erklären, warum diese Beobachtung interessant ist im Hinblick auf Lichtenbergs Gesamtwerk, aber das muss ich leider aus Zeitgründen abschneiden. Damit komme ich zum Schluss, weil es ist ziemlich anstrengend, Ende des 18. Jahrhunderts. Wir wollen lieber in unsere neuere Zeit zurück und vielleicht ist das jetzt der richtige Moment. Wir hatten zwei Fragen uns formuliert, die wir dann untersucht haben, worin die Eigentümlichkeiten der Lichtenbergschen Fabeln bestehen. Und wir wollten auch gerne wissen, wie wir diese Eigentümlichkeiten erklären können. Und ich hoffe, dass das Argument, das ich Ihnen vorgeführt habe, Antworten auf diese zwei Teilfragen tatsächlich liefert. Die Eigentümlichkeiten der Lichtenbergschen Fabeln sind ein sehr ungewöhnlicher Bildbereich. Naturgesetze, Menschen, Verweise auf Literatur. Thematisch spielen Schrift und Textbezüge eine wichtige Rolle.
Alles allerdings unter Beibehaltung der ursprünglichen Form der äsopischen Tierfabel, wobei die Tiere ersetzt werden. Man könnte sagen, es handelt sich um neuen Wein in alten Schläuchen oder, um Lichtenberg selbst zu zitieren, man könnte sagen, dass es sich um neue Blicke durch die alten Löcher handelt. Das ist einer der berühmten Sudelbucheinträge. Und das finde ich recht passend, dass Lichtenberg hier die geeignete Erklärung selbst gerade liefert. Die Fabeln haben ihren lehrhaften Aspekt verloren. Sie sind nicht moralisch, sie beziehen sich eher auf sich selbst oder möglicherweise auf andere Texte. Sie betten sich durch Zitat und Verwendung von Wörtern wie Schrift und Kommentar und Literatur und dergleichen in ein geschriebenes Universum ein und haben sich damit strukturell grundsätzlich von den herkömmlichen Fabeln her wegbewegt. Dieses ist ein Zug, der charakteristisch ist für das 18. Jahrhundert. Literarische Kunstwerke machen sich sozusagen selbstständig als Texte. Sie lösen sich vom Autor ab, sie verschriftlichen sich, sie werden gedruckt, können von sehr vielen Leuten gleichzeitig an verschiedenen Orten gelesen werden. Also wir sehen eine Emanzipation, wenn Sie so wollen, des Textes, des literarischen Kunstwerkes vom Autor, weil der Autor auch gestorben sein kann und der Text immer noch als Text funktionieren kann. Und gleichzeitig erleben wir auch in den Fabeln eine Emanzipation des Lesers, der nämlich unterhalten sein will. Dieser Aspekt, der eben mit der Explosion gedruckter Erzeugnisse einhergeht, den hat, glaube ich, Lichtenberg in seiner eigenen Art wieder ganz und gar erfüllen können. Und die Konsequenz, die ich jetzt am Schluss ziehen möchte, ist, dass vielleicht die alte Rede von der Fabel, die lehren und unterhalten soll, also Fabula docet, Fabula delectat et docet, eigentlich immer noch gültig ist in Lichtenbergs Fabeln, aber auf eine ganz andere Weise, als die ursprüngliche Beschreibung der Fabeln in dieser Form gemeint hat. Vielen Dank.